Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Der NASA-Start des Jahres. Das SLS fliegt zum Mond. Mit dabei das erste Mal auch Europa. Ich hatte die große Ehre, bei Airbus in Bremen die Fertigung des European Service Modules zu bewundern und mit Menschen zu sprechen, die daran arbeiten und helfen, dass die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Ich bin hier mit der Annemarie. Annemarie, was ist dein Job hier bei Airbus? Ich habe einen sperrigen Namen, MSD-Lead für 3 Subsysteme. Also im Prinzip bin ich verantwortlich für die Auslieferung von 3 wesentlichen Subsystemen vom ESM. Und zwar vom Thermalsubsystem, also ein System, was dafür verantwortlich ist, dass wir eine vernünftige Temperatur auf dem Raumschiff haben. Denn wir haben im Weltall mit Kälte und aber auch mit Hitze zu kämpfen. Da gelten ganz andere Gesetze als hier auf der Erde. Das ist nicht einfach Heizung anmachen oder eine Klimaanlage. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Genau, das ist eine Subsystem. Dann das Consumable-Subsystem. Das ist dasjenige, was den Astronauten in der Kapsel Wasser und Sauerstoff und Stickstoff zur Verfügung stellt. Also ein Teil des Lebenserhaltungssystems des gesamten Vehikels. Und dann die Struktur. Das ist so ja das Grundgerüst vom ESM, was alles zusammenhängt, hält, alles dranhängt, was die Lasten vom Start überträgt. Genau. Die Lasten übertragen, das ist natürlich irgendwie auch wichtig. Das heißt, wir waren ja heute im Cleanroom. Also das ist ja so wie so ein Rückgrat, würde ich sagen. Und die ganzen Systeme, die im Prinzip die Astronauten brauchen und auch der Antrieb braucht, die sind da so eingehängt, nehme ich jetzt das mal, und da drumherum gebaut. Consumables, das klingt so ein bisschen nach irgendwie, ja, Konsumgüter oder so, nach Einkaufen irgendwie am Wochenende. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist, klingt so einfach, ist aber eigentlich ein extrem komplexes System? Also es ist irgendwo auch ein Konsumgut. Ne? Also wenn ich sonntags aufwache und keine Milch für meinen Kaffee habe, dann geht es mir schon mal schlecht. Wenn ich keinen Sauerstoff habe, dann geht es mir ja noch schlechter. So, also es ist schon wichtig. Und wir nennen es halt Konsum, weil es kein geschlossener Kreislauf ist. Also das Wasser wird nicht recycelt und auch der Sauerstoff wird nicht wieder getrennt. Das heißt, wir blasen Sauerstoff rein und die Astronauten veratmen den dann. Das Kohlenstoffdioxid wird dann in sogenannten Betten aufgefangen, damit es keine Kohlenstoffdioxidvergiftung gibt. Aber ansonsten, ja, ist das ein Weg. Es ist kein geschlossener Kreislauf. Und deswegen nennen wir das Consumables, weil es halt konsumiert wird und irgendwann ist halt alle. So. Und das Herausfordernde daran, da macht man sich, glaube ich, gar keine Gedanken drüber hier auf der Erde. Wenn ich mir einen Wassertank kaufe, ja, also was weiß ich, eine Regentonne, und die stelle ich mir aufs Dach und dann mache ich den Hahn auf und dann kommt da Wasser raus. Aber das funktioniert im Weltall nicht, weil wir haben keine Schwerkraft. Das heißt, es gibt gar nichts, was das Wasser nach unten zieht. Ja, wir machen auf und passt. So, und bei uns muss man ein relativ komplexes System bauen, was das Wasser aus den Tanks rausdrückt. Das heißt, wir haben Tanks und da drin sind dann so metallische Bälge, ja, kann man sich wie so ein Blasebalg vorstellen quasi, da wird dann Stickstoff reingedrückt und drückt dann das Wasser raus, damit auch die Astronauten mit einem vernünftigen Wasserdruck das Wasser rauskriegen. Ja. Und wie ist es bei dem Thermalsystem oder beziehungsweise dem Temperaturmanagement? Also wir haben ja hier das Orion, das Raumschiff, nenne ich jetzt mal, wo die Astronauten drin sitzen, und die ein Mensch gibt Körperwärme ab, wir haben die ganzen elektrischen Systeme und die Wärme muss abgeführt werden. Essentieller Bestandteil irgendwie des ESM ist, das Thermalmanagement irgendwie zu ermöglichen. Wie bekommt man die Wärme aus dem Orion in das ESM und vom ESM dann in den Weltraum? Also genau, im Wesentlichen ist es Dissipation. Ne? Also das Handy wird ja auch warm, wenn es arbeitet. Ne? Also es wird Abwärme abgegeben. Es ist nicht immer 100%iger Wirkungsgrad. Und Wärmeabfuhr ist tatsächlich ein Problem, weil, wie gesagt, wir haben keine Schwerkraft im Weltall. Und dann tritt auf einmal ein Problem auf, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, wir haben keine Konvektion. Das heißt, wir können die Heizung anmachen, aber die Heizung strahlt nur ab. Wir haben nur Wärmestrahlung und Wärmeleitung, um Wärme zu transportieren. Wir haben keine Konvektion und das ist ein erhebliches Problem. Und man löst dieses Problem teilweise dadurch, dass man sich eine Art, ich sag mal, eine künstliche Konvektion schafft, also einen Fluss aus einem Fluid. Auf der Erde ist es Luft, bei uns ist es ein bestimmtes Kühlmittel einfach.
Und das verläuft halt in Leitungen durch das ESM und sammelt dann an den einzelnen elektronischen Bauteilen, die Abwärme abgeben, in Schlaufen, sammelt das dann die Hitze ein. Das Fluid erwärmt sich. Und wir führen es zu den Radiatoren. Und die Radiatoren sind quasi die, ja, die Schale vom ESM, die dann ihrerseits durch das Fluid aufgewärmt werden und dann über ihre Strahlungseigenschaften die Wärme an den Weltraum abgeben. So managen wir das. Das ist natürlich nur das eine Problem, die Wärme loszuwerden. Wir haben auch das Kälteproblem im Weltall. Und der Computer funktioniert halt bei minus 20 Grad nicht mehr. Das ist ja, auf der Erde ist das genauso. Und das heißt, wir müssen auch zusehen, dass elektronische Bauteile und auch fluidische Bauteile eine bestimmte Temperatur haben, dann werden da Heizer aufgeklebt und ähnliches. Bei meinen Wassertanks ist das auch so, ne? Das Wasser sollte möglichst nicht gefrieren. Ja, wir sollten mindestens über 0 Grad sein. Und genau, das ist ein weiterer Mechanismus, um die Temperatur zu regeln. Und dann gibt es natürlich die Isolation, ne? Also zu gucken, dass die Wärme da bleibt, nicht so schnell abgegeben wird. Oder dass warme Teile nicht abstrahlen auf Komponenten, die dann zu warm werden würden, solche Geschichten. Genau. Astronauten drin, Menschen drin, ESM, im Prinzip das Herz, Powerhouse oder irgendwie die Versorger der Astronauten auf ihrem langen Weg. Also wir reden ja jetzt auch nicht von irgendwie einem Kurztrip, irgendwie einen Tag, zwei Tage, sondern wir reden von Missionsdauern irgendwie 20 Tage oder so, wo die Konsumgüter, die in der Kapsel drin sind, die würden gar nicht ausreichen. Das heißt im Prinzip wirklich, das ESM muss performen. Sonst sterben da Menschen. Also ich will jetzt nicht zu dramatisch sein oder so, aber es ist tatsächlich manchmal ein Punkt, dass man halt über so Dinge nachdenkt und sagt so, okay, wow, ich muss jetzt schon echt genau hingucken. Ansonsten, wenn die da auf der Rückseite des Mondes sind und ich nicht hier performt habe, dann ist doof. Ja, natürlich. Also das ist natürlich der gesamte Auslegungsfall, mit dem wir uns beschäftigt haben. Also wir haben zum Beispiel erstmal wesentlich mehr an Bord, als wir eigentlich brauchen für eine nominelle Missionsdauer. Und wenn irgendwas schief geht, dann sind wir in der Lage, Fehler zu isolieren. Also zum Beispiel, wenn ein Sauerstofftank hops geht, aus welchen Gründen auch immer, haben wir Ventile, die den isolieren, sodass wir zwar das Gas, was da enthalten ist, verlieren, aber die anderen Tanks nicht auch noch über dieses Leck oder was auch immer da sein könnte, Sauerstoff verlieren. Und genauso bei den Wassertanks. Und natürlich sind dann solche Isolationsmaßnahmen, um zu verhindern, dass sich ein Fehler weiter auswirkt im System, sind die natürlich besonders kritisch. Und da müssen wir genau hinschauen. Und das ist, wenn es da Probleme, Herausforderungen gibt, dann hat man das immer im Hinterkopf. Das hier ist ein Lock-Case, also ein Loss-of-Crew-Case. Das nennt sich so elegant, ja, wir verlieren die Crew, ja. De facto ist es tatsächlich, da sterben Menschen wegen eines technischen Fehlers. Ja, es ist so, es klingt nicht dramatisch, es ist ein Fakt. Und natürlich schauen wir da ganz besonders und ganz genau drauf, um das so zum Laufen zu bekommen, wie es sicher ist. Du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert, hattest du erzählt. Gab es dann einen Punkt, wo du gesagt hast, dass ich will in die Raumfahrt? Oder was war da der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, das ist ja schon ein Spezialgebiet, muss man ja so sagen. Es ist schon speziell, es ist schon etwas exotisch, das stimmt. Ich weiß es, ich wollte es irgendwie, das heißt immer schon machen. Also Astronautin war nie so mein Ziel, aber ich weiß, dass ich mal zu einem Weihnachten so eine kleine Ariane, so ein Ariane-Modell zum selber zusammenkleben mal geschenkt bekommen habe und das fand ich total klasse. Und dann habe ich mal ein Praktikum beim DLR gemacht und fand das total toll, weil das war natürlich dieser Mission Support Room mit den riesigen Bildschirmen an der Wand. Und ich so, ja, wie bei Apollo im Mission Control Room, das will ich machen. Und ja, dann habe ich mich entschieden und habe das dann gemacht. So. Und heute jetzt, wo du, der hat wirklich, du bist, ist ja auch abgefahren und ich bin da super neidisch drauf, du bist Teil der Raumfahrt. Du baust mit an einem Gefährt, was Menschen zum Mond bringt. So, ne? Würdest du heute dich da mit reinsetzen und oder wäre das ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt Astronautin werden oder ist eher so, dass du sagst, nee, Ingenieurin, das ist schon das, was dein Ding ist? Ja, also ich habe mich tatsächlich bewusst dagegen entschieden, eine Bewerbung abzugeben, als letztes Jahr die ESA die neue Ausschreibung gemacht hat.
Aus feministischen Gründen hätte ich das wahrscheinlich tun sollen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Es gibt ja noch keine deutsche Astronautin. Das ist sehr traurig. Das wäre eine Motivation gewesen. Aber ich habe mich nicht beworben, weil erstens auch selbst, wenn man dann in die Auswahl kommt und ins Astronautenkorps kommt, was eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir mal ehrlich sind, selbst in dem Fall ist es unwahrscheinlich, dass man tatsächlich ins Weltall fliegt, weil es gibt nur wenige Plätze, man ist natürlich redundant besetzt und ich weiß, dass das, was ich mit meiner täglichen Arbeit hier für dieses Projekt tue, viel näher dran bin, meinen Teil für diese Mission beizutragen als Astronaut. Ist ja vielleicht so ein bisschen, ich hatte auch überlegt, Luft- und Raumfahrttechnik mal zu studieren, obwohl für mich Raumfahrt immer was ganz, ganz Tolles war und jetzt mache ich YouTube und versuche andere Leute dafür zu begeistern, was Raumfahrt bedeutet und daran teilhaben zu lassen, was da halt gerade passiert. Weil ich das Gefühl habe, von wegen, das kriegt gar nicht jeder mit und es muss jemanden geben, der seine Begeisterung dafür nach außen trägt. Und das ist vielleicht ja irgendwie so auch der Punkt, uns verbindet alles, dass wir uns irgendwie für die Raumfahrt begeistern und dafür irgendwo brennen und hängen halt an diesem gemeinsamen Ziel, einfach die Menschheit mit Raumfahrt irgendwie aufs nächste Level zu bringen. So ein Raumschiff, das ist ja unheimlich dicht gepackt. Ich habe ja das Glück gehabt, heute schon im Rheinraum gewesen zu sein und mir die Modul 3 und 4 anzuschauen. Also im Prinzip wirklich für Artemis 3, die wirklich dann auch die erste NASA-Mission sind, die wirklich die Mondlandung wieder erlaubt. Und dieses Enggepackte, da denke ich dann immer, also ne, man muss dann in verschiedenen Ebenen denken und man weiß mehr, heutzutage kann man irgendwie dreidimensional denken und es gibt dann irgendwelche digitalen Mockups und guckt man da irgendwie täglich drauf oder so, dass man da irgendwie sich drin orientiert oder ist es für dich eigentlich schon wegen, du hast das 3D-Modell irgendwie vor Augen und weißt irgendwie, wo da welche Komponente ist? Das kommt natürlich drauf an, wen du fragst. Ich ganz eindeutig nicht. Da bin ich ehrlich. Ja. Dadurch, dass die Projektlaufzeiten so lang sind, passiert viel, bis man mal tatsächlich echte Hardware sieht und so ein Mockup ist unglaublich wichtig, um ein Bild vor Augen zu haben, wo befinde ich mich eigentlich, wenn ich über irgendetwas Bestimmtes spreche im ESM. Wenn man jetzt einen Kollegen aus dem Design Office fragt, der hat das mit Sicherheit alles irgendwo im Kopf. Ne? Das ist super wichtig. Es ist für viele planerische Aktivitäten wichtig. Es ist, wenn wir auf einmal ein Equipment muss geändert werden, aus welchen Gründen auch immer, haben wir überhaupt den Platz dafür oder wie können wir das einbauen, dass wir da ein Kabel verlegen können, weil es jetzt irgendwie anders orientiert ist oder ähnliche Geschichten, ist einfach unglaublich wichtig, weil da kannst du auch einfach mal solche Szenarien durchspielen. Und das geht natürlich mit echter Hardware, auch wenn es jetzt so ein 3D-Druck ist oder so, geht das natürlich nicht so einfach. Mhm. Ja, da kann man innerhalb von wenigen Stunden mal eine Analyse oder ein Assessment machen, mit einem Digital Mockup, mit einem 3D-gedruckten Teil ist das nicht so schnell. Wenn sich dann doch mal was verändert, wie viel Arbeitsaufwand kommt da auf einen zu? Also ich sag mal so von wegen, Luft- und Raumfahrttechnik ist dafür bekannt, dass man sehr viel dokumentieren muss und im Prinzip kleinste Änderungen einen Rattenschwanz im Prinzip an Dokumentation nach sich ziehen. Also ist das richtig, dass man dann denkt, oh nein, wir müssen das jetzt ändern und das will eigentlich dann keiner machen? Oder? Ja, natürlich. Das ist aber auch absolut sinnvoll, denn wenn die Baseline nicht stabil ist, dann ist das ein unglaubliches Risiko, dass Informationen verloren gehen. Das Besondere an der Raumfahrt ist, dass die einzelnen Subsysteme sehr stark miteinander verwoben sind. Das kann einfach nur sein, dass ich eine Komponente festschrauben muss und da überhaupt ein Loch sein muss, damit ich es reinschrauben kann. So, das kann aber auch bedeuten, dass ich auf einmal ein Kabel verlegen muss. Das kann gerade bei Thermal bedeuten. Ja, wir hatten eine Geschichte, wo eine Avionik-Box von einer relativ großen Box auf einmal kleiner geworden ist, weil neue Entwicklung, aktueller Stand der Technik kleiner und weniger Dissipation war, weniger Abwärme abgegeben hat. Und das hatte einen Einfluss auf die gesamte Umgebung da drin. Und das muss man betrachten. Man kann nicht einfach sagen, naja, ist kleiner, passt halt, oder machen wir das halt. So einfach ist es nicht, denn es hat Einfluss auf das gesamte System. Und das ist die große Herausforderung in der Raumfahrt, würde ich sagen. Und genau aus diesem Grund sind diese Change-Prozesse, die natürlich sehr, sehr viel Paperwork sind und die klingen auch erstmal sehr aufwendig und so weiter,
Aber die sind wichtig, denn am Ende, irgendwann fällt es einem auf die Füße und ich möchte, dass mir das auf die Füße fällt, bevor ich das eingebaut habe oder bevor es durchgetestet wird und am besten, bevor die Rakete gestartet ist. Ne? Und das können wir uns einfach nicht erlauben, diese Risiken einzugehen, ja, dass am Ende doch anders funktioniert, weil irgendeine kleine Änderung nicht berücksichtigt worden ist. Und deswegen ist es manchmal langwierig, das stimmt, aber absolut notwendig. Ich glaube, ich hatte in einem NASA-Interview mit dir, von dir gelesen, dass ihr, ich weiß nicht, ob das bei dem ESM-1 war oder so, irgendwie kurz vor der Auslieferung oder so, dass es dann ein Problem gab und dass du praktisch begeistert davon warst, von wegen, dass alle zusammen eine Lösung gefunden hast, haben. Weißt du noch, was das für ein Problem war oder kannst du das erzählen? Oder? Ja, so technische Details kann ich jetzt natürlich nicht preisgeben. Ja. Aber das, was mich da so begeistert hat, ist, das Besondere ist ja auch an dem Projekt, wir sind hier in Bremen Systemintegrator. Wir haben die sogenannte Prime-Rolle. Wir liefern das ESM aus, aber das machen wir nicht alleine. Wir haben viele Partner und Geschäftspartner. Und wie das halt auch in normalen Partnerschaften so ist, es läuft nicht immer reibungslos ab. Und manchmal hängt man sich auch an Diskussionen auf, die vielleicht nicht unbedingt so gewinnbringend sind. Aber wenn es dann so ein Problem gibt, dann arbeiten alle zusammen, weil dann ist auf einmal everything at stake. Ja, dann steht auf einmal die Frage, kriegen wir das pünktlich hin? Kriegen wir das mit der Sicherheit hin? Du hast es vorhin angesprochen. Müssen wir Abstriche bei der Sicherheit machen oder nicht? Oder wie können wir es noch sicherer machen und trotzdem das Problem tackeln? Und das war wirklich inspirierend, wie sich, 15 Ingenieure über den gesamten Erdball verteilt, Gedanken gemacht haben, okay, wie gehen wir das jetzt an? Und jeder hatte eine Idee, der andere hat sie dann weiterverfolgt. Dann kam noch da ein Detail, was man beachten musste. Und auf einmal hatten wir ein Konzept und dachten uns so, ja, so kann das funktionieren. Cool. Klingt abgefahren. Also ich musste vorhin, als du auch von dem Tank gesprochen hast, Sauerstofftank, ja, und wenn der Sauerstofftank nicht funktioniert, dann muss man den abschalten können. Und dann musste ich an Apollo 13 denken, von wegen, denen ist ja ein Sauerstofftank um die Ohren geflogen und ein ganz toller Film, den ich sehr, sehr viel gesehen habe. Und auch ein Punkt, den ich an dem Film so liebe, ist halt diese Situation, wo dann die ganzen Ingenieure an so einem Tisch sitzen und dann irgendwie mit Hardware rumspielen und irgendwie versuchen halt eine Lösung zu finden und halt irgendwie diese Mission zu retten. So, ne? Und ich meine, das ist jetzt der kritische Fall, da waren die schon irgendwie auf dem Weg zum Mond und mussten im Prinzip was tun oder so. So stelle ich mir das im Prinzip vor, dass man, wenn das Teil noch nicht auf dem Weg zum Mond ist, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt dieses Problem lösen, weil sonst wird das komplette Programm irgendwie aufgehalten und es kann nicht vorwärts gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele auch so die Idealvorstellung ist, wie Ingenieure arbeiten, dass man im Team zusammen irgendwie harte technische Probleme irgendwie löst. Du hast die auch in verschiedenen technischen Berufen zu studieren. Würdest du das heute wieder machen und kannst du das empfehlen? Absolut. Du brauchst natürlich einen Grund, um das zu tun. Ne? So ein Studium ist natürlich nicht einfach und wir bauen hier keine Kaffeemaschine. Ne? Es ist schon herausfordernd und man braucht vor allen Dingen einen langen Atem. Ich arbeite jetzt seit über 3 Jahren für das Projekt und habe lange nachdem ESM-1 begonnen wurde, bin ich erst dazugekommen und jetzt haben wir demnächst unseren Erstflug. Also man braucht einen langen Atem und dafür braucht man die Inspiration der Raumfahrt, dafür muss man dafür einfach brennen. So, und genauso ist das mit dem Studium. Das Studium dauert auch, was weiß ich, 4 Jahre oder ähnliches. Und es ist schwierig, es ist, Differentialgleichung lösen ist kein Spaß, das weißt du genau wie ich. Man braucht eine gewisse Ambition und man braucht einen langen Atem und vor allen Dingen den Willen, das zu tun. Und die Raumfahrt ist so ziemlich das Inspirierendste, was ich mich vorstellen kann, um sich so ein Studium um die Ohren zu schlagen. Ja, ich hoffe, dass es nicht irgendwann Leute langweilt, wenn ich immer von dem Apollo-Moment rede und von wegen, und ja, wir sind jetzt dabei zu sein, wenn halt die nächsten großen Dinge in der Raumfahrt passieren, aber so geht's mir halt. Und ich versuche das dann immer nach außen zu tragen. Und das ist halt auch das, was mich irgendwie aus dem Bett bringt morgens. Oder wo ich halt sage, ja, ich habe Bock, über dieses Programm zu reden. Und ich habe Bock, den Leuten auch vielleicht eher die langweiligeren Themen in der Raumfahrt, ne, so Basics und so weiter, weil ich sage, ja, für bestimmte Dinge, da muss man die Basics verstanden haben. Sonst kann man nicht irgendwie in die Thermodynamik von Triebwerken einsteigen oder so. Sondern da muss man so ein paar Grundlagen haben. Aber
dann kommt man halt zu dem geilen Scheiß und dann kann man für das Thema brennen und kann sich unheimlich inspirieren lassen. Und für mich ist auch so ein bisschen, was kann denn noch inspirierender sein, als die Erde zu verlassen und irgendwie neue Horizonte zu erschließen und dann noch mit der modernsten, abgefahrensten Hardware, die man sich irgendwie vorstellen kann. Gibt es so einen Punkt, wo du in dem ESM-Programm, wo du auch dann dachtest von wegen, okay, deshalb bin ich hier, das ist der Grund, warum ich das mache? Also die Auslieferung war schon ein krasser Meilenstein, aber man arbeitet nicht, um was auszuliefern. Warst du da vor Ort oder habt ihr das hier im Team irgendwie beobachtet, wie das ausgeliefert wurde? Ja, wir haben die Antonov willkommen geheißen am Flughafen. Also wir haben so einen Parkplatz, der ist direkt an der Landebahn und wir standen da alle, das ganze Team. Jemand hat noch Croissants und Kaffee gebracht und dann haben wir da gewartet und haben dann diesen gigantischen Vogel auf uns zukommen sehen. Hast du schon mal eine Antonov gesehen? Nicht live tatsächlich. Es ist total abgefahren. Das ist ein fettes Teil. Es ist gigantisch und fliegt da echt gemütlich so an. Und du hast das alles studiert. Du weißt, wie das funktioniert. Und du fragst dich trotzdem, warum fällt das Teil nicht vom Himmel? Ja. Und die kam an. Wir haben uns super gefreut. Wir haben uns auch gefreut, als sie dann wieder am nächsten Tag wieder abgedüst sind. Dann, als die Nachrichten kamen, das Baby ist gesund in Kennedy Space Center angekommen. Das war natürlich schon ein toller Moment. Das ist aber mir ein persönlicher Meilenstein. Ich glaube, der besondere Moment kommt dann, wenn wir es starten sehen. Und ich denke, was auch besonders sein wird, ist, wenn Artemis 2 startet. Und das wird dann sein, wenn die ersten Astronauten fliegen. Das ist auch das ESM, wo ich stark mitgewirkt habe. Und da werden uns die Ohren schlackern. Und natürlich habe ich alles bedacht, ist alles gut gegangen. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Es haben noch 1000 andere Leute drauf geguckt. Aber ja, dann hofft man, dass alles so läuft, wie man das gedacht hat und wie man es geplant hat. Und das, da freue ich mich sehr drauf, definitiv. Aber was mich am meisten inspiriert an dem Projekt, was das tägliche Doing angeht, ist die Internationalität. Ja, es ist für mich völlig selbstverständlich, dass ich Meetings mit der NASA habe im Nachmittag, so und das seit 3 Jahren. Und auch wenn es manchmal schade ist, weil es bedeutet, dass es manchmal spät in den Abend reingeht, denn die NASA arbeitet halt nochmal später mit der Zeitverschiebung, es ist ein tolles Gefühl, dann Teil eines Teams aus Italienern, aus Deutschen, aus Franzosen, manchmal sind auch Schweden dabei, Amerikanern zu sein und wie Menschen aus verschiedensten Ländern der Erde ihr Know-how zusammenbringen, um diesen Traum der Menschheit wieder zu erfüllen. Und wenn das Doing nicht schon inspirieren würde, dann wäre auch der lange Atem irgendwann weg. Und das ist toll. Ja. Ich bin da Teil von einem internationalen Projekt und das ist geil. Ich bin auch ganz schön neidisch darauf, muss ich sagen. Also für mich großartig in den Rheinraum zu gehen, wirklich hautnah am, ich habe es nicht angefasst, hier unterzeugen, aber sehr nah dran zu sein und es irgendwie anzugucken und diese Vorstellung, okay, das Ding, das fliegt zum Mond, das wird Menschen irgendwie zum Mond bringen, extrem abgefahren und kannst du total stolz sein und alle Leute hier, die daran mitarbeiten können, total stolz sein und ich finde auch, wir Europäer können einfach stolz darauf sein, dass wir dann Teil daran dieser Mission sein dürfen. Und ich hoffe ganz doll, dass es diesen Funken, den wir haben und der so, wir brennen für Raumfahrt, wir brennen für die Technik und wir wollen da rausgehen, dass der spätestens dann, wenn Artemis 2, spätestens Artemis 3 dann losfliegt, die Leute auch im deutschsprachigen Raum mehr begeistert und dass sie denken, oh Mensch, krass, da sind wir wieder und da habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass wir da hingehen und vor allem du und ich werden das wissen, technisch kann man eine ganze Menge machen, wenn der Wille der Gesellschaft dazu da wäre. Gibt es da vielleicht was du dir wünschen würdest, wo du sagst, ey, das ist, haben wir grob überschlagen im Studium oder keine Ahnung, ich weiß nicht, oder das wäre grundsätzlich technisch möglich, das würdest du gerne noch umgesetzt sehen in deiner Lebzeit, wo du sagst, das wäre ist abgefahren, wenn die Raumfahrt da hinkommt, aber aktuell sind wir da noch nicht. Ja, also ich in einer Mondstation, also es ist ja in der Diskussion, eine Station um den Mond zu bauen, das wäre auf jeden Fall, also die um den Mond kreislich zu bauen, das wäre schon ein großer Meilenstein. Und ich denke, ich bin jung genug, dass ich möglicherweise, wenn der Wille da ist, auch eine Landung von Astronauten auf dem Mars erleben kann.
Und dafür lege ich jetzt mit den Grundsteinen. Ja, Artemis ist geplant, auch den ersten Schritt zu machen, dass wir auf den Weg Richtung Mars kommen. Und das ist natürlich auch klasse. Ne? Also zum Mond zurück ist schon mal was Beeindruckendes. Wie du sagst, das erste Mal, dass die Europäer dabei sind. Und dann irgendwann Teil der Mission zum Mars zu sein, auch großartig. Und ich glaube auch, dass das gar niemand ganz alleine machen kann. Also die amerikanische Ambition in allen Ehren, und ich habe da absoluten Respekt vor. Ne? Ich glaube, wir müssen uns da zusammenraufen. Und ja, ein absoluter Traum wäre, wenn das eine europäisch-amerikanische Mission wäre. Und noch mehr halt dieser Gedanke von wegen, wir als Menschheit brechen auf zu neuen Horizonten. So nicht nur die Amerikaner waren auf dem Mond, sondern jetzt ab jetzt ist es halt doch irgendwo die Menschheit und wir sind als Europäer damit dabei und bringen unseren Know-how, unsere Werte oder unsere Begeisterung mit in dieses Projekt. Absolut, absolut. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es natürlich unglaublich frustrierend zu sehen, wie wieder ein Riss durch die Welt geht und wie auch Raumfahrtprojekte angehalten oder abgeblasen werden, die mit Roskosmos, mit der russischen Raumfahrtagentur geplant waren. Das ist unglaublich traurig, das bricht einem fast das Herz, dass wir tatsächlich es geschafft haben, über Jahre hinweg so ein Projekt zu treiben und bis zur Auslieferung zu bringen. Und eigentlich sind wir kurz vorm Start und dann kommt leider die negative Seite der Menschheit zum Vorschein und das Projekt wird dann, was aus politischen Gründen gestartet wurde, leider aus politischen Gründen dann wieder gestoppt. Das ist unglaublich schade. Aber ich hoffe, wir können uns den Optimismus bewahren, dass wir das eines Tages erleben können, dass ein Mensch einen Fuß auf den Mars setzt. Annemarie, war ein super spannendes, inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit deiner Arbeit hier bei Airbus und wünsche mir auch aus eigenem Interesse, dass die Sachen, die du dir wünschst, die noch passieren sollen, dass die passieren werden, weil ich mir die auch wünsche. Und vielen, vielen Dank dafür. Danke auch.